Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Tutorial, zu meinem neuesten Spiel. Ich habe mir überlegt, dieses Spiel ein Tutorial zu machen, weil es ist ein schönes Spiel eigentlich, aber es kann sehr abschreckend wirken. Ich werde das mal demonstrieren. Also, es ist ein Spiel, das auf der Stargate-Saga basiert. Und es gibt einige Spiele, die es auch tun, vor allem Rosa Games, aber diese sind nicht sehr gut überdacht und haben eigentlich mit der eigentlichen Serie wenig zu tun. Aber dieses Spiel ist sehr nah an der Serie und ja, deswegen ist es wert, das Spiel mal zu zeigen und die Basics zur Einführung. Es kann nämlich sehr abschreckend wirken. Ich muss dazu sagen, ich habe es, es ist das dritte Mal, wo ich es angefangen habe zu spielen. Das erste Mal, wo ich vor 3 Jahren, als ich es spielen wollte, hat mich das Interface dermaßen abgeschreckt, dass ich es gleich gelassen habe. Dann habe ich es vor 2 Jahren nochmal probiert und da war es ähnlich. Aber jetzt hatte ich Hilfe beim letzten Mal und seitdem, wenn man es einmal sich dran gewöhnt hat an das Interface, ist es eigentlich ganz einfach. Deswegen dieses Tutorial, damit es schneller geht. Also das Spiel, um das es geht, heißt Systemless. So. Daher ist auch die Rasse der Fulinger dort präsent, was ich auch schon mal sehr interessant finde, weil die wird ja in der Serie nur so am Rande ein paar Mal erwähnt, aber nichts Konkretes. So. Im Prinzip ist es ein Aufbaustrategiespiel. Und, man führt Krieg, man erobert Welten, man kann in eine Allianz gehen. Ich werde das mal so demonstrieren, die Basics gerade am Anfang. Also, dies hier ist mein Spielername, Arthur. Ich bin derzeit in der Allianz Denox. Wer Stargate kennt, der muss das einfach. So, also. Vorab, wenn man sich registriert beim Spiel und seine Rasse auswählt, gibt es da nochmal ein paar, kann ich jetzt nicht demonstrieren, gibt es da nochmal ein paar Unterordnungen zu den einzelnen Rassen, welche Spielerart man ist, zum Beispiel Architekt, Stratege, Psychopath und so weiter. Diese einzelnen Unterteilungen haben nochmal gewisse Vor- und Nachteile. Zum Beispiel plus ein Psychopath zum Beispiel hat Vorteile, wenn ein Planet von einer Plage befallen ist. Aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Ich habe die Goa'uld gewählt und den Spielertyp Psychopath. So. Also, die Funktion des normalen Interfaces. Ich gehe jetzt mal auf meinen Hauptplaneten. So, ich bin jetzt auf meinen Hauptplaneten. Hier gekennzeichnet als blau blinkend, das ist mein Hauptplanet. Ihr seht, er hat Level 9. Das hat was mit der Technologie zu tun, in der er ist. So, wie man die Technologie hochtreibt, das kann ich euch zeigen.
Robin. Und dann sehen wir hier ein paar Gebäude. Ganz wichtig ist für die, wo halt hauptsächlich Deutsch sprechen, es ist ein Spiel, das man zwar auf Deutsch einstellen kann, aber die meisten Erklärungen sind einfach auf Englisch. Selbst aber wenn man der englischen Sprache jetzt nicht so mächtig ist, kann man allein aus gewissen Funktionen hier und farblichen Kennzeichnungen sehen, für was was ist. Zum Beispiel, ich klicke jetzt mal auf meine Naquadamine. So. Die Naquadamine ist hier eine rote Kennzeichnung. This building is not affected by planet level. Ist rot gekennzeichnet, heißt, wenn man seine Mine upgradet, wirkt sich das nicht auf das Planetenlevel aus. Ja, das hast du auch bei zu Hause gar nicht. Bei den anderen Gebäuden hast du dies aber. Intelligent Operations zum Beispiel. Alles, was blau-türkis gekennzeichnet ist, diese Planeten, wenn du diese Gebäude, wenn du die upgradest, wirken sich auf dein Planetenlevel aus. So, ist natürlich jetzt hier verschiedene Gebäude, bei denen dies der Fall ist. Verteidigungssystem, Observatorium, Weltraumminen. So. Die Verteidigungstürme kann man bauen, sind auch recht effektiv. Die Minen aber hier habe ich noch nicht ausgebaut. Sie wirken sich auch nicht auf das Planetenlevel aus. Das Einzige, was sie bewirken, sie zerstören keine feindlichen Schiffe. Sie verlangsamen sie nur. Bei jeder Ausbaustufe ungefähr 1%. Ja, kann man machen, ob man dafür jetzt Ressourcen verschwenden will. Kann ich nicht sagen. Muss jeder dann für sich selber wissen. So, also. Öffnen. Interface. Ihr könnt jetzt sehen, was ich jetzt so habe. Unten im Fenster, an Naquada, an Tech, Todesgleiter, Krieger. Dazu muss ich sagen, ich gehe jetzt erstmal auf das Interface ein, später auf die Schiffe, okay? So. Dort sieht man halt, wie viel Truppen du auf diesem Planeten hast, wie viele Ressourcen, Tech. Damit kann man dann auch haushalten. So. Am oberen Bildschirmrand der oben rechts, der Typ da mit dem Speer, wenn man da drauf drückt, dort findet man im Prinzip seine Armeen. Gucken wir mal. Dort siehst du, wenn du bei der Untergruppe unterwegs warst, welche Flotten gerade von wem unterwegs sind. Wohin? Klickst du auf Armeen, siehst du genau, was du auf deinem Planeten so zur Zeit hast. Auf den Planeten, die du besetzt hältst. So, Offworld heißt, das sind Planeten, die du erobert hast, die du aber noch nicht übernommen hast. Das kann man machen mit, du kannst nur eine bei deinem persönlichen Level entsprechend eine bestimmte Anzahl von Planeten nur besitzen. Ja, also bei mir sind das jetzt, glaube ich, 2, 4, 6, 7, 8. 8 Planeten.
Je größer man wird, desto mehr Planeten kann man besitzen. Man kann aber halt sich Planeten auch reservieren oder halt für seine Allianzkollegen halt reservieren. Das landet dann im Offworld-Bereich. Die sind dann siegt, also besetzt, gehören die aber nicht. Du kannst nichts bauen drauf, es gibt keinen Ertrag drauf. Ja, man kann sie auch jederzeit wieder abstoßen. Problemlos, indem man einfach die Truppen abzieht. So, gehen wir mal auf Schließen. So, dann ganz wichtig, auf der rechten Seite der Button. Auf. Da siehst du dann deine Planetenliste. Eigentlich. Ah, da ist er. Das ist 2, 4, 6, 6, 8. Ja, genau. Das ist meine Planetenliste. Das sind die Planeten, die ich unter Kontrolle habe. Da gibt es auch noch mal zwei Varianten. Und zwar einmal Planet mit Stargates. Hier gekennzeichnet mit Stargates. Und dann mit dann Planeten ohne Stargates. Prinzip auch ganz einfach erklärt. Planeten, die zwei Stargates haben, da kann man Ressourcen in quasi Echtzeit hin und her schicken. Bei Planeten ohne Stargates geschieht dies halt durch Transportschiffe, die im Übrigen unbegrenzt zur Verfügung stehen. Also Transportschiffe, Teltax und Truppentransporter, um Jaffa-Truppen zu bewegen, gehören nicht zur normalen Flotte dazu. Die sind unbegrenzt zur Verfügung, stehen unbegrenzt zur Verfügung. So. Jetzt gehen wir mal hier. Und hier bei Offworld, das sind die Planeten, die ich besetzt halte, aber nicht übernommen habe, die ich auch für andere reserviere. Zu der nächsten Funktion. Und zwar am linken Bildschirmrand oben das Auge des Ra, wenn wir da drauf drücken, da sehen wir Ressourcen sammeln. Und dann Tech. Kurze Erklärung: Na, Quader ist der Grundbaustoff für alles hier, für jedes Schiff, jedes Gebäude. Na, Quader ist dafür da. Tech braucht ihr jetzt eigentlich noch nicht so. Das erkläre ich euch nachher, wofür das Tech ist. Ist aber auch wichtig. Ihr könnt hier eure Ressourcen sammeln. Ihr könnt warten, bis die Ressourcen aufgefüllt sind. Dann blinkt das Auge irgendwann auf am Rand. Ihr könnt es dann auf Sammeln einsammeln drücken. Oder ihr könnt einfach zwischendrin einfach mal manuell selber einsammeln, indem ihr einfach das Fenster öffnet und auf Sammeln drückt. So wisst ihr mal aktualisiert, was ihr eigentlich so habt an Truppen und Material. Ja, gehen wir mal auf Schließen. So, jetzt der Button genau drunter, wenn wir den öffnen, da ist eine Planetenliste, die ich mir selbst angelegt habe, unter anderem von Planeten, wo ich vorhabe anzugreifen, die noch im Noob-Schutz sind, die irgendwann rauskommen. Planeten, die ich irgendwann mal angreifen würde. So. So, kommen wir zu den anderen Button. Und zwar bauen, da waren wir ja schon drin. Ist im Prinzip klar, bauen, wenn du Ressourcen hast, bauen, Minen hochziehen. Zu Hause braucht man am Anfang nicht unbedingt zu machen. Minen sind da schon wichtiger und halt die Gebäude, wo halt das Planetenlevel beeinflussen, dass man die hochzieht, beziehungsweise Verteidigung hochzieht. Weil es ist nun mal so, muss ich aber leider am Rand sagen, es ist schwierig, wenn man neu anfängt,
Du hast 5 Tage Noob-Schutz und in den und sobald eigentlich dein Planet besetzt ist von dir und du bist dann gleich unter Beobachtung von den anderen Spielern. Die safen dein Planet bei sich in die Liste oder irgendwas und die gucken jeden Tag, man kann ja auch ungefähr berechnen, wann dann derjenige rauskommt, zumindest an den Tag. Und sobald der Noob-Schutz vorbei ist, bist du eigentlich so gut wie tot. Bei mir hat es damals 20 Minuten gedauert. Nach 20 Minuten, nachdem mein Noob-Schutz weg war, war ich platt. Obwohl ich nichts auf dem Planeten groß liegen hatte. Und ich dachte auch, er ist relativ gut gedefft. Das hat aber einfach was damit zu tun. Den ist egal, wie viel der Quader du da drauf liegen hast oder so. Den kommt es nur auf das Planetenlevel an, was der Planet da besitzt. Und es ist halt bei diesem Spiel, du kannst halt alles verlieren. Die können deine Domäne kann komplett zerstört werden. Ja, also dein Profil, dein Account kann komplett vernichtet werden. Hier. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ja, so das zum Bauen. Ja, da ist dann noch andere Gebäude hier in Operations. Heute hängt das Internet etwas. Ja, genau, hier beim Voraus. Das sind Gebäude, die sind relativ teuer. Irgendwann, so nach und nach, kann man die hochziehen. Das sind Gebäude, da kannst du quasi das Schritt für Schritt mit Anzahlungen. Wenn du zum Beispiel 800 Naquader hast, zahlst du 800 Naquader ein, das wird dir halt gut geschrieben, bis du dann mal irgendwann, wie hier bei den ersten Gebäuden, das 100.000 Naquader voll hast. Ja, ist eigentlich selbsterklärend. Ne? So. Gibt diverse Gebäude halt so. Auch die Preise. Man wird sehr schnell merken, dass die Preise ja wirklich sehr nah an der Originalserie sind. Also bis man hier einen Hatak mal hat, das ist echt übel. Und in großer Zahl wird man das auf normalen Wege zumindest nie besitzen. So. Gehen wir mal auf was jetzt Interessantes auf Militär. Das ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste. Ich bin Psychopath, deswegen kann ich ein Flaggschiff bauen. Und das funktioniert genauso nach diesem Einzahlungsprinzip. Ich kann jetzt 818 Naquader einzahlen. Das wird mir dann zu diesen 10 Millionen Naquader gutgeschrieben. Ja. Ansonsten hatte ich Standardschiffe. So. Klar, Standard einer jeden Gua'uld-Armee sind die Jaffar. Das ist die minimalste Armee, die es gibt. Kann sowohl offensiv als auch defensiv genutzt werden. Aber wichtig ist, wenn man Attacken durch die Stargates führt, kann man das mit den Jaffar natürlich nur machen. Es gibt aber auch einen Spielertyp, ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, welcher das ist. Ich könnte der Taktiker gewesen sein. Die haben auch noch, die haben nicht diese Version des Todesgleiters, wie es hier ist. Die haben diesen Gategleiter aus Stargate SG-1, wo man einmal sieht in einer Serie. Ich glaube, in der Höhle des Löwen war das nicht diese Serie. Mit Hathor? Ich glaube ja. Wodurch der Todesleiter, wodurch das Stargate fliegen kann. Mit diesen kann man auch durch das Stargate fliegen. Mit diesen Todeskleider hier kann man das nicht. Diese Todeskleider hier sind reine Defensivwaffen. Offensiv, sie können nicht zwischen Planeten hin und her fliegen. Nur durch ein Mutterschiff können sie von einem Planeten zu einem anderen transportiert werden, haben aber nur reine defensive Kraft, also rein defensive Waffen. Offensiv ist der Alkesh, der Bomber.
relativ teuer, sieht man hier. 25.000 Aquara, das ist schon kein Pappenstiel. Also ich würde, wenn ich neu anfange, wenn ich damals alles, wenn ich das wüsste, was ich heute weiß, würde ich auf jeden Fall alles dran setzen, um als erstes einen Alkesh mir zu holen. Weil man mit diesem Schiff einfach auch im Noob-Schutz schon Planeten besetzen kann, die einen Planetenlevel haben. 3, 4, 5, 6, was weiß ich, aber von niemandem beansprucht werden. Und falls man angegriffen wird, kann man den ja dann einfach auf einen Planeten besetzen, auf einen billigen, wo man ihn halt schützt. Ja, bei einem. Also, es wird dich keiner angreifen, wenn du den Planeten Level 0 hast und auf dem Planeten nichts gebaut hast. Das ist halt Schwachsinn, mehr Ressourcenverlust. Also dieses Schiff ist sehr wichtig, gerade in der Anfangsphase, um raiden zu gehen. Ist ein reines Offensivschiff, hat keine Defensivverteidigung. Dann kommt mein Lieblingsschiff, das Hatak, das Gur-Ult-Mutterschiff. Ich habe eins erworben, bin auch echt stolz wie Bolle drauf. Eines der stärksten Schiffe hier. Mit einem Hatak legt man sich auch nicht so einfach an. Sowohl offensiv als auch defensiv. Ein gutes Schiff. Macht sehr viel Eindruck. Und ganz wichtig, hat Platz für 100 Todeskleider zum Transportieren. Und ja, selbstredend. Also, wenn du mit so einem Schiff ankommst, man sieht ja auch schon den Preis. Also 500.000 Aquara, das ist schon ganz schön heftig für ein einziges. Aber es bietet guten Schutz und wenn es halt mal drauf ankommt, kann man es auch offensiv einsetzen. Sehr schönes Schiff so. Man kann natürlich auch alle Einheiten, die man hier hat, recyceln. Kann man machen. Um die Rohstoffe wieder rauszukriegen, um es in was anderes zu investieren. So, gehen wir mal wieder raus. So, dann Handel. Handel ist cool. Man kann Rohstoffe zwischen seinen eigenen Planeten, also hin und her handeln. Geht eigentlich auch relativ unkompliziert. Ich bin jetzt hier auf meinen Heimatplaneten. Das ist so. Also man muss, wenn man Rohstoffe von einem Planeten zum anderen verschieben will, muss man den Planeten zuerst auswählen, zu dem man die Rohstoffe verschieben will. In dem Fall ist das mein Heimatplanet. So, dann gehe ich auf Handel. Dann wählen Sie Planet. So, da oben. Da ist eine Planetenliste auf. Da steht auch wunderschön die ganzen Ressourcen, was da ist. Ob der Planet ein Stargate hat oder nicht. So, mein Heimatplanet hat keins. Deswegen muss es mit Transportschiff geschehen. Und dann gibt man halt ein, was weiß ich, hier gleich den ersten Planeten so. Gibt die Ressourcen ein. Sagen wir mal 1000. Und dann drückt man auf Handeln. So, Handel. Schiffe sind versendet. Jetzt gehe ich mal auf diesen Planeten hin. Ich glaube, der da war das. Oder? Nee. Mal gucken, welcher Planet das war.
auch überprüfen, wo es halt herkommt. Muss man mal hierher. Wir haben keine Flotte an der Mix. Armeen. Ich glaube, das war der da. Tabit. So, Tabit. Der müsste eigentlich gewesen sein, richtig. Ja, egal. Normalerweise sieht man halt das Schiff dann fliegen. In die Richtung, wo es halt fliegt. Ich gucke gerade hier. Ist aber kein Schiff mehr. Ist ja auch egal. So. Ja, dann mit Schiff dauert es halt eine Zeit, bis halt die Ressource da ist. Wenn man es durch die Stargate schickt, geht es im Prinzip gleich. Und so, was können wir noch? Verstärken. Verstärken ist im Prinzip das gleiche wie Handel, nur halt, dass es halt Armeeeinheiten betrifft. Man kann halt Armeeeinheiten hin und her schicken. Funktioniert genau so. Du musst halt den Planeten auswählen, zu dem du die Truppen haben willst zuerst. Dann gehst du halt auf Verstärken. Dann gehst du auf Planeten wählen. Dann wählst du halt den Planeten aus. Und so, esse hier. Dann kannst du hier, steht hier schon die Maximumzahl ein, was weiß ich, tippst du mal ein und dann auf Verstärken und dann wird das genauso gemacht. Brauchen wir aber jetzt hier nicht. Interessanter ist es mit Planeten, wo Stargates haben. Das kann ich mal eben noch demonstrieren. Da gucke ich mal auf eine Planetenliste. So, jetzt habe ich einen mit Stargate. So, jetzt mache ich mal Verstärken. Geh mal. Ich gehe mal auf einen, wo auch ein Stargate hat. Zum Beispiel den da. Und gehe hier oben auf Stargate aktivieren. So. Genau. Jetzt ist das Stargate aktiviert und jetzt kann ich halt im Prinzip, wenn ich hier eindrippe, durch das Stargate schicken und dann ist er halt gleich dort. Funktioniert genauso halt, nur dass es halt gleich ist. Ne? So, okay. Gehen wir mal auf Schließen. So, was braucht man noch jetzt? Was ist jetzt noch wichtig? Ja, die Planeten. Also, ich scroll mal hier raus. Ich habe hier verschiedene Planeten. Ich gehe jetzt nochmal schnell auf meinen Heimatplaneten zurück. So. Die Planetensysteme. Ist im Prinzip jetzt einfach. Dein eigener Planet ist blau gekennzeichnet, wie hier blinkend. Die Planeten, die zu deinen Allianzen gehören, sind gelb gekennzeichnet. Planeten, die du in deine Liste gespeichert hast, werden weiß gekennzeichnet. Wichtig ist, wenn du Planeten besetzt, sie sollten relativ weit auseinander liegen und sie sollten halt nach Möglichkeit einen Planetenlevel haben. Also wenn du einen Planet, zum Beispiel nehmen wir mal den da, irgendwo, warte mal, hier Planetenlevel 0, das ist nicht gut. Den musst du von Grund auf neu aufbauen, da ist auch keiner scharf drauf. Man muss halt mal das Uni absuchen, man findet auch garantiert welche. Man findet gar hier nochmal 0. Ich habe hier viele, viele, viele Planeten, wo. Hier zum Beispiel Planeten Level 1. Da kann man halt mal Leute hin versenden. Ich versuche jetzt mal einen Planet zu finden, den ich mal demonstrationsweise angreife. Ach ja, hier ist noch was anderes. Hier sind noch Planeten. Das muss ich noch ganz kurz zeigen, wie diese hier. Das sind auch normale Planeten mit einer Besonderheit. Auf diesem, deswegen sind sie mit diesem Totenkopf gekennzeichnet, auf diesem Planeten ist die Pest oder eine andere Viruserkrankung ausgebrochen. Man kann diese Planeten natürlich auch erobern, man kann sie einnehmen. Problem an der ganzen Sache ist, der Ertrag aus diesen Planeten ist sehr, sehr gering, dadurch, dass die Bevölkerung erkrankt ist. Es gibt
eine Fähigkeit, die Psychopathen haben, wie ich einer bin, und zwar regenerieren sich da die Kranken relativ von alleine, aber halt langsam. So, dann hier kommen natürlich die Tech-Ressource. Und dem Planetenlevel. Den Planetenlevel dann upgraden. Ja, den Planetenlevel dann übernehmen, die Kranken heilen und dann gibt es auch dann wieder besseren Ertrag. Allerdings ist diese Ressource durch Eigenförderung so gut wie gar nicht zu kriegen. Das geht meistens nur durch Raids und durch Operationen. So, was haben wir denn? Steht unter Protection. Planeten der auf dem Planeten direkt. Gekennzeichnet. Hier ist zum Beispiel jetzt ein Planet im Level 5 war. Frei, aber halt die Pest. Ja? Ist halt nicht gut. So. Diese Planeten sind besetzt. Sieht man ja sichtbar. Na, na, na. Suchen wir mal in anderen Regionen. Wenn ich halt unterwegs jetzt einsehe, wo ich halt vielleicht später mal gebrauchen könnte, speichere ich den gleich mal ab. Ich hatte gehofft, ich könnte mal einen Angriff machen, aber das ist halt aus der Situation halt raus. Es ist halt schwierig. Aber man kann es nutzen, demonstrieren. Ich suche jetzt nur mal eben irgendeinen Planeten. Ob der jetzt besetzt ist oder nicht, spielt aber gar keine Rolle. Oh, den kann man mal speichern. So. Hier zum Beispiel mit Level 0. Der ist gar nicht attraktiv. 0, 0, 0. 0. Aber ich kann das halt auch mal mit einem vom Planeten 0 demonstrieren. So, ach ja. Ganz kurze Erklärung noch. Planet mit Stargate sind mit einer Stargate-Koordinate über dem Planeten da gekennzeichnet. Planeten ohne, wie dieser hier, habe diese Adresse nicht. So. Im Prinzip ganz einfach, wenn du den angreifen willst. Du klickst auf den Planet, den du angreifen willst, gehst unten auf Attacke, gehst oben auf Wählen Sie eine Armee. Dann werden wieder deine Planeten aufgezeigt, wo Armee ist. Dann nehme ich mal meinen Heimatplanet, der untere. Tippe ich hier zum Beispiel, der Planet war nicht besetzt, da reicht eigentlich schon einer. Tippe einen ein und gehe oben auf Attacke. So, dann würde er losfliegen, den Planeten erstmal besetzen, aber noch nicht übernehmen. Übernehmen kann man ihn dann,
wenn man noch genügend Planetenslots frei hat. Wenn nicht, kann man ihn halt aber für jemanden anderen in der Ally oder für später im besetzten Zustand halten. Und ja, und sich dann halt später einverleiben oder halt an seinen Ally-Kollegen abgeben, Freund, Kumpel, etc. So. Was ist noch wichtig? Mal überlegen. Ja, Infiltration kann man machen. Kann ich aber in Technologiestatus bis jetzt noch nicht machen. Ich habe es auch noch nicht probiert. Ich könnte da mal später was nachreichen. Ach ja, die Forschungspunkte. Also. Planeten. So. Am untersten, bis unten rechts, der hockende Frau oder was das 15 heißt, die haben. Du dann halt auf deine Technologien hier. Bisschen was im Angriff, Spionagetechnik, Ressourcenförderung ist praktisch, wenn man da ist. Zwar immer nicht viel, es sind zwar immer nur 1,5% mehr oder so, aber jedes bisschen hilft bei diesem Spiel. So, was haben wir noch? Ja, der rechte Button am Bildschirmrand, dieser hier. Genau. Spielerliste. Selber mit Allianz. Sieht man ja. Dinox, zweiter Platz. Juhu. Dann auf der anderen Seite das Symbol der Unendlichkeit. Kann man seinen eigenen Profil sich angucken und so, wo man steht und so weiter. Drunter Statistiken, was dein Reich ist, in welcher Situation du gerade bist, die kann man auch nochmal einstellen hier. Um halt ein paar Bonis raus, kann man aber auch jederzeit verstellen. Am Anfang hat man den No Stunts Bonus, also gar keinen, kann man dann einstellen. Am Anfang ist es besser, das auf Verteidigung zu trimmen, anstatt auf Angriff. Gehen wir mal auf Überblick. Da siehst du halt nochmal deine Überblick halt auf diesem Planeten, was du da halt gerade hast. Ja. Und dann halt die griechische Statistik zu diesem Planeten halt. Förderung über deine Herrschaft. Ja, also über alle Planeten zusammengenommen. Und man sieht ja, es geht schön bergauf bei mir. Sehr schön. So, dann, was gibt es noch zu sagen? Wenn man direkt auf den Planeten klickt, kann man dann noch Statistiken. Dann siehst du dann die Statistik zu diesem Planeten, was du hast, wie viel du hast, Förderungen pro Zyklus, Planeteneffizienz 102% ist schon top eigentlich. Die Population, als ich angefangen hatte ich 30.000, jetzt sind sie bei 817.000. Geht bergauf, ja, wie viel pro Zyklus produziert wird. Steht alles hier drin. Niveau ist das Level. So, dann kann man auf Optionen gehen. Aber
Da kann man Planetennamen ändern, aber warum sollte man das machen? So. Ja. Gibt es noch was? Ach ja. Jetzt mache ich das Fenster mal klein. Hier der grüne Button hier am linken Bildschirmrand. Mal draufklicken. Dort findest du deine Nachrichten. Der obere, dort findest du alles Kampfberichte, Missionen, wo du gemacht hast, Ereignisse. Zum Beispiel hier steht, dass ich halt 1000 Units Naquada vorhin verschifft habe. Das habt ihr ja mitbekommen. Dann hier allgemeine Nachrichten in der Galaxie, wer was wo wie angegriffen hat, erobert hat, Domain erobert hat, bla bla bla. Missionen. Da hat mich heute einer ausgespäht und hat mir ein bisschen Naquada geklaut, aber nicht der Rede wert. So, ja. Und hier mein letzter, kann ich ja mal zeigen, ein Battlebericht. Ein Kampfbericht. Klickt man auf Battlebericht. Hey, da kam meine Truppen halt, kann man nicht sehen. Warum das jetzt ist, weiß ich nicht. Bisher konnte man sie immer sehen. Verluste hatte ich keine. Feinde, drei feindliche Jaffar getötet worden. Ich habe gesiegt. Ja. Kampfwerkzeuge ist im Prinzip nochmal die Auflistung deiner. Der Kampf ist eine Art Kampfrechner, kann man einsetzen. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Soll aber recht gut sein, weil die Techniken stehen gleich unten drinnen, wenn man sich den raussucht. Ist halt ein Kampfrechner. So, naja, gut, schließen. Ja, dann halt der untere Button. Da siehst du halt dann alles nochmal bei deiner Allianz. Ne? So, dann der rechte Button, der Geldbutton. Dieser Button ist ganz wichtig, denn ab und zu gibt es nämlich Naquada for free. Das ist gleich an der ersten Stelle, wo jetzt das die 25.000 für 4,99 ist. Gibt es öfters das Naquada mal for free, alle 2, 3 Tage mal. Kommt immer darauf an, wie aktiv du bist. Und dann gehst du einfach auf Kaufen. Dann wird dir das gut geschrieben auf deinem Planeten. Dann gehst du auf deinen, je nachdem, wo du es hin ausgezahlt haben willst, erst auf den Planeten, suchst du dir dann eine Planetenliste raus und dann gehst du auf das Auge. Und dann ist das gut geschrieben hier, wo dein Aquada ist. Dann gehst du noch auf Sammeln und dann hast du es auf diesem Planeten dann gut geschrieben. Ja, so, was gibt's noch? Chat. Galaxie-Chat, da sollte man aber am Anfang nicht gleich reinschreiben, um halt nicht unnötig auf sich aufmerksam zu machen. Ich meine, man steht sowieso schon bei denen auf dem Index. Aber die großen Spieler warten nur drauf, einen dann irgendwann Platz zu machen. Allianz oder Flüstern. Allianz-Chat oder im Flüstern-Modus kann man dann halt mit den einzelnen Spielern dann kommunizieren. So, das war es eigentlich erstmal von mir aus hier. Das sollte es erstmal gewesen sein. Ja. Das waren erstmal die wichtigsten Basics, wo man wissen muss, um das Spiel zu verstehen. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtiger Tipp noch, man sollte sich, wenn man anfängt, nicht so viel Zeit lassen, sich an eine Allianz wenden, weil allein hast du wirklich keine Chance. Es sei denn natürlich, du machst wie ein anderer hier, investierst halt viel Geld. Einer hat 5.500 Dollar in einem Monat in das Spiel US-Dollar investiert. Ja, das ist schon krank, sowas. Aber ich hatte es letztens mit dem Admin von dem Spiel gehabt. Das soll wohl bald abgestellt werden, dass man zu sehr Pay-to-Win machen kann. Es soll wahrscheinlich ein Limit
reingemacht werden, dass man pro Monat nur für so und so viel maximal machen kann. Keine schlechte Idee, finde ich. Ja. Aber da muss man erstmal sehen, wie und ob das umgesetzt wird. Ja. Gut, das war's von mir aus. Und like and subscribe my channel, mein YouTube-Channel. Und ja, viel Spaß beim Spielen. Tschüss.